So, und da sind wir wieder. Es geht weiter beim Splatfest. Lieblingsbegrüßung, Team Knuddel, ich knuddel euch, ich knuddel, knuddel, knuddel. Auch mit meiner Lieblings-Splatoon-Farbe, abgesehen von Blau. Dieses Giftgrün, es ist einfach herrlich. Ich liebe ja die kalten Farben, Blau, Grün. Die sind wirklich ganz toll. Dieses Grün, das sieht aus, es leuchtet, das ist bestimmt radioaktiv. Und in Kombination mit diesem Farbe von den Gegnern, das ist übrigens kein Orange. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr das anders seht. Es ist kein Orange, das ist doch so ein Lehmbraun, Pastellbraunton. Und in Kombination mit diesem leuchtenden Grün, es sieht einfach spitze aus. Es sieht aus wie so ein schlammiger Sumpf. Da fehlt eigentlich nur noch Wasser. Mir würde sonst eine Splatoon-Map mal gefallen, wo man im Wasser rumstampft und... Ach so, wie will man dann einfärben? Da läuft Tinte in der Gegend rum. Und ja, Octolinge und Inklinge vertragen ja auch gar kein Wasser, dann sind sie ja gleich weg vom Fenster. Aber wäre vielleicht dann mal toll, so ein Ganzkörper-Schutzanzug. Dann könnte man ja eigentlich theoretisch durch Wasser laufen. Oder tauchen sogar. Wie seht ihr das? Würdet ihr euch eine Wassermap in Splatoon wünschen? Also ich schon. Oder dass man zumindest durch Wasser laufen kann, weil wenn man Gummistiefel zum Beispiel anhat, müsste es eigentlich gehen. Aber egal, ich schweife vom Thema ab. Wir sind hier mittendrin im Geschehen und hier läuft die Soße auch überall runter. Es ist herrlich. Es ist wirklich herrlich. Natürlich kriegt der Haihammer nicht mehr zur Geltung. Junior Kleckser auch noch. Ach du liebe Zeit. Hey. Haha. Ja. Super. Herrlich. Auch die Map. Richtig toll. Ich mag ja Maps, wo man richtig weitläufig einfärben kann. Wo alles so verwinkelt und verschachtelt ist. Das ist eben sehr schwer einzufärben. Und wie gesagt, Punkt gibt es durch Einfärben. Nicht durch. Die Gegner, die haben aber Ultiwaffen am Start. Das ist, also da staune ich, aber nicht schlecht. Uiuiui. Dieser Tintenregen. Mit welcher Waffe kann man den Tintenregen machen? Ich glaube mit einem Flexroller. Muss ich mal gucken. Wie gesagt, wenn es Splatfest ist, bin ich nicht so gerne experimentierfreudig mit anderen Waffen. Weil da geht es ja darum, möglichst viele Punkte zu ergattern. Klar, dabei sein ist alles und ich habe mir auch andere Ziele jetzt gesetzt. Aber natürlich will man gewinnen. So, die letzten 10 Sekunden. Es sieht sehr schlecht für unser Team aus bisher. Aber mal gucken. 2, 1 und Schicht im Schacht. Win oder lose? Win oder lose? Gleich sehen wir es. Der Schlammsumpf hat mehr Schlamm wie Algenschleim. Ja. Schade. Hier. Das Gegnerteam triumphiert. Übrigens, habe ich schon erwähnt, dass ich die Wandelzonen vermisse. Ich weiß nicht, warum sie die rausgenommen haben jetzt. Aber, ja, ist eben so. So, neuer Effekt. Alles gut. Ach, es war ein Zehnkampf sogar. Ja, es war ein Zehnkampf. Auch ein Zehnkampf verloren. Aber egal. Ich gehe mal kurz raus und ja, das sehe ich. Team Handschlag hat einen Zehnkampf gewonnen. Ich gehe mal kurz raus. Ich habe ja in einem der letzten Videos erwähnt, dass ich kein Amiibo mehr einlesen kann. Und ich habe auch vorhin etwas gesehen. Ich habe hier, glaube ich, diese komischen Socken, wo man dann so halb barfuß rumlaufen kann, aber die sind nicht bestellbar. Ja, bedauere, das Teil ist zu heiß für mich. Ah, schade. Da kriegt man die auch dann bei der Berg GmbH oder so? Das ist komisch. Wo hatten die das dann her? Oder kriegt man das erst mit einer höheren Katalog-Dings? Katalog-Stufe? Egal, gut. Ich bleib weiterhin dran. Weil, wie wir wissen, bestimmte Sachen kriegt man nur bei der Berg GmbH. Wenn man da, aber auch nur, wenn man da eine gewisse Reihe von Siegen natürlich davon getragen hat. Was ist denn das hier? Kaugummi-Automat? Das finde ich ein bisschen schade. Ich
bin der Meinung, alles sollte kaufbar sein, weil mit der Zeit hat man echt viele Goldmünzen. Also ich habe jetzt eher schon über 1 Million und man kann sich irgendwie dann bestimmte Sachen trotzdem nicht kaufen. Das finde ich ein bisschen schade, aber natürlich, ich kann das verstehen, man soll ja auch das Spiel spielen. Sonst kann man ja auch alles irgendwie kaufen und der Salmon Run, das ist schon was Besonderes. So, Sandra ist wieder, nee, das ist jetzt eine andere Sandra, die ist ja in unserem Team. Die letzte Sandra kann ja nicht in unserem Team gewesen sein. Das kann ja nicht dieselbe gewesen sein, weil die, oder haben wir gegen das gleiche Team, das eigene Team gespielt? Ach, ist auch egal. Also, Sandra, cool. So, jetzt, wir haben nochmal eine Sandra. Das leuchtet wunderschön. Ah, das ist wunderschön. So, darauf warte ich übrigens noch. Ein Splatoon-Vergnügungspark, so wie Disneyland. Dafür würde ich, ja toll, die Highhammer mal wieder richtig effektiv eingesetzt. Man kennt's, ja, Hip ist wirklich ein Genie. Auch schön in die Kugel reinspringen. So gehört sich's, jawohl, Billy Boy oder was das heißt. Dafür würde ich sogar nach Tokio fliegen, wenn ich ehrlich bin, für ein Splatoon-Vergnügungspark. Ich weiß gar nicht, hat Nintendo nicht so etwas Ähnliches schon? So ein Vergnügungspark? Es gibt doch bestimmt auch irgendwie Pokémon oder so schon als Freizeitpark. Schlag mich tot, keine Ahnung. Das müssen wir mal recherchieren. Und ja, so Splatoon, so in Real Life, so richtig mit echter Farbe rumspritzen, aber so wie man es hier sieht, nicht so wie beim langweiligen Paintball. Oh, Entschuldigung, Paintball ist nicht langweilig. Entschuldigung, das wollte ich jetzt nicht sagen, als an aller Paintball. Nicht, dass sich jetzt hier der Paintball-Schutzbund meldet und so. Oh, der Kip, der hat sich da böse geäußert. Ja, jetzt machen wir mal eine Petition. Und dann canceln wir den mal auf Twitter. Ah, nee, geht ja nicht mal. Twitter gibt's ja nicht mehr. Dann canceln wir ihn auf X. Ja, nö. Das X kann ich machen. Ich nutze X nicht mehr. X wird bei mir übrigens an alle, die es nicht mitbekommen. Aber X wird bei mir am 1. Dezember abgeschaltet. Ich habe meine Gründe schon mehrmals erwähnt. Nicht so sehr in Videos, sondern eher auf X und auf Blue Sky. Blue Sky, da bin ich jetzt momentan, und natürlich auch auf Facebook. Wenn ihr wissen wollt, was da so los ist, was ich so mache, gerne dahin kommen, und wer nicht will, ist das auch okay. So, was gleich in den Schlucht des Todes reingespielt. Es sieht übrigens sehr gut momentan aus. Die Gegner, die schlafen anscheinend irgendwie. Ich sehe sie jedenfalls nicht. Ah, doch. Ach, und schon weggepainted durch den Quasto von P&C's Blumen, oder verstanden? Ich werde aber nochmal ein besonderes Video zu dieser Thematik machen, weil dieses X, das ist einfach. Es gibt ja, ich weiß, es gibt noch viele, wo sagen, nee, von mir ist es weiter Twitter, und ich sage auch Twitter. Aber auch dieser Spruch, ja, es heißt jetzt X, sonst ändert sich nichts, das stimmt einfach nicht. Elon Musk hat alles zerstört. Aber das Leben geht weiter. Es ist nur eine Webseite und es gibt Alternativen. So, die letzten Sekunden. Gucken wir erst, wie es ausgeht, und dann möchte ich zu dem Thema noch was sagen, was ich auch natürlich ärgerlich fand. Aber erst nach dem... Oh, der Schlammsumpf. Richtig. Jawohl. Und da ist der erste Win in diesem Splatfest für Team Knuddels. Also, wo ich halt mit drin bin, Stolper. Und mit der coolen Kipppose. Jawohl. Man konnte ja auf Twitter immer die Sachen, wo man so auf der Switch macht, also die sowohl die Fotos, also die Momentaufnahmen, die Screenshots, wie auch die Kurzvideos teilen. Ne? Und ich habe das eben immer ganz gerne genutzt, natürlich um zu zeigen, wenn Splatfest ist, mit dem Hashtag Splatoon, Splatfest und so weiter, zu zeigen, hey, da, das ist das und das ist gerade los. Und natürlich dann auch das Material, dass man dann das runterladen kann und verwenden kann. Und wie ich dann gesehen habe, es hieß offiziell noch Twitter. Also von dem X war noch gar nicht die Rede. Es hieß, glaube ich, noch Twitter. Aber was halt dann schon alles so gelaufen ist auf der Plattform und die ganzen Veränderungen und was da alles so, habe ich dann gesagt, nein. Ich
Ich werde meine Switch von dem Twitter-Account abkoppeln. Und es gibt aber als Alternative nur Facebook. Und das wäre ja alles recht und gut, aber im Gegensatz zu Twitter kann man auf Facebook nicht Switch-Inhalte auf einer beliebigen Seite teilen. Also in meinem Fall entweder auf Keep Supernova oder auf Keep Split. Also dass man sagt, dass ich sage, ich mache einfach eine eigene Facebook-Seite auf mal von meinem Splatoon-Kram. Dass es schön geordnet ist, also getrennt ist, dass es clean ist und dass ich dann einfach das Nein. Es geht nur auf der. Ja, cool. Flut erledigt mit beim Coolbombe machen. Das tut jetzt aber leid. Nein, es geht nur auf der Profilseite. Also auf vom privaten Profil. Also wo man mit seinem echten Menschennamen und nicht mit seinem Künstlernamen oder mit Künstlerseite angemeldet ist, teilen kann. Und das ist dann wirklich ärgerlich, weil auf meiner persönlichen Seite, weil da läuft eben so alles zusammen, was ich halt auf Facebook mache, und wo halt auch der Echtname steht. Und das finde ich ein bisschen doof, dass man nicht einfach auf eine beliebige Seite oder Seitenprofil auf Facebook Switch-Inhalte teilen kann. Und das war bei Twitter einfach viel besser. Und bei Twitter war halt auch der Vorteil mit dem Hashtag, weil ich kann mich an wunderschöne Zeiten erinnern, wo der Hashtag Splatfest und Splatoon, der Hashtag Schleferz, der Hashtag. Toll. Das habe ich. Ah ne, ich bin abgeschossen worden. Ich habe gedacht, ich bin da durchs Gitter. Oder der Hashtag Cursive Friday. Oft in den Trends und manchmal sogar auf dem ersten Platz. Oder so mindestens der Top 3. Und ich weiß gar nicht, ob man mit X oder auf X auch noch, ob das auch noch geht. Vielleicht schon, aber eben wenn Elon Musk eben so weitermacht und für wirklich noch mehr tolle Publicity sorgt, vor allem um seine Person herum, dann verabschieden sich vielleicht auch, ja, vielleicht verabschiedet sich dann auch Nintendo von X. Andere haben ja schon Werbung gecancelt oder zumindest ausgesetzt. Also, ich meine, Apple oder Disney oder Paramount, wenn die sagen, wenn die ihre Werbung auf X bzw. auf Twitter sagen, nee, wir setzen jetzt erstmal aus, das will schon was heißen, weil es ist klar, die wollen natürlich nicht diese Negativ-Sache. Dann heißt es nämlich noch, ja, da guckt euch mal an. Disney kümmert sich einen Scheiß darum, dass die auf einer Plattform Werbung machen, wo irgendwelche rechtsradikalen Sachen da gut geheißen werden. Nein, die reagieren, die haben da wirklich vollkommen zu Recht richtig reagiert, aber sie sind halt ein Dilemma, weil die Reichweite war halt auf Twitter schon gewaltig, ne? Und lange Rede gar keinen Sinn, oder lange Rede kurzer Sinn, lange Rede gar keinen Sinn, das sagt jemand anderes, das mag ich nicht. Ja, gucken wir erst das Ergebnis an. Oh, jawohl. Sehr schön. Genau so muss es sein. Auch die Sandra schlägt Saltos. Super. Das war richtig gut. Ich glaube, ich habe auch richtig viele Kills gemacht. Ja. Was wollte ich jetzt sagen? Das habe ich vergessen. Ja, ob die anderen Alternativen Blue Sky oder Threads, wobei Threads zumindest bei mir immer noch nicht wirklich funktioniert, ich glaube, es ist immer noch nicht vor Europa freigeschaltet. Deswegen also Blue Sky. Blue Sky ist nicht nur ein Twitter-Klon, also es hat nicht nur fast exakt die gleichen Funktionen wie Twitter, bis auf ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel die DMs, also die Direktnachrichten oder so, sind noch nicht möglich. Sondern es ist auch optisch wie Twitter. Und vor allem Blue Sky ist eben von dem, ja, von dem Schöpfer von Twitter entwickelt. Und deswegen, ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt entwickelt. Weil ich glaube, das Original Twitter ist nicht mehr zu retten. Also selbst wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, jemand, wo mega reich ist. Keine Ahnung, also Mark Zuckerberg wird es nicht machen, weil der hat ja jetzt Threads.
Aber was weiß ich, keine Ahnung, Bill Gates oder so jetzt herkommt und sagt, ja, er kauft jetzt einfach X zum Spottpreis, weil es Elon Musk kaputt ruiniert hat und macht einfach wieder Twitter draus. Ich glaube, das wird nicht mehr passieren. Ich glaube es einfach nicht. Da ist einfach viel zu viel schon jetzt kaputt. Und vielleicht, oder ich hoffe es, dass es mit Blue Sky dann so wieder wird wie mit Twitter. Und dass dann auf, dass man auf Blue Sky dann einfach Nintendo als eine Nintendo Verbindung geben wird. Das würde mir gut gefallen. Ich glaube, nicht nur mir. Und Blue Sky hat übrigens schon über 2 Millionen registrierte Nutzer. Der Vorteil bei Blue Sky ist eben auch die Exklusivität. Also es kann nicht einfach jeder rein, sondern nur mit einem Einladungscode. Übrigens, ich habe 2 Einladungscodes für Blue Sky. Also, wer auch X verlassen möchte oder dies vielleicht schon getan hat und gerne auf Blue Sky weitermachen möchte oder eine Neustadt mitgestalten möchte, der darf sich gerne bei mir melden. Ich glaube, die ersten 2 kriegen dann von mir die Einladungscodes für Blue Sky. 2 habe ich nämlich zu vergeben. Schreibt mir einfach eine E-Mail. kip.supernova@gmail.com oder kip@planetbarb.space, das geht auch. Schreibt mich einfach an und dann lade ich euch gerne ein. Nein, ich lade euch nicht ein, ich gebe euch die Einladung. Boah, diese Ultiwaffe, die ist echt gefährlich. Boah, die Dinger. S+92 kann man diese Ultiwaffe an. Okay, das ist gut zu wissen. So, es sieht mal wieder schlecht für uns aus. Wir werden hier vom vom Faustcheck weggeknuddelt. Ja, boah, der Highhammer war mal wieder richtig gut eingesetzt. Satz mit X war wohl nichts. Oh, dieses X. Ah! Oh. Vor allem, wie durch muss man sein, dass man sein Kind, seinen Sohn X nennt? Also der Name sieht aus wie so eine komische mathematische Formel. Nicht mathematische Formel, so eine kryptische, physikalisch-mathematische Formel. Ey, ich habe nichts gegen Mathe und Physik. Ja, ihr kennt mich. Ich bin Kip Supernova. Ich liebe das. Aber der Typ ist echt durch. Also, er ist durch. Wie kann man... Oh, nee. Oh, oh, oh. Und da kann jemand noch so viele Milliarden haben. Also, nur weil jemand reich ist, heißt es nicht, dass er klug und intelligent ist. Ne? So. Jawohl, zum Schluss nochmal ein paar Kills. Wenn schon, denn schon. Wenn wir schon untergehen, dann soll es wenigstens spektakulär sein. Hat ja schon Sumuru gesagt, wie sie dann ihre Insel in die Luft gejagt hat. So. Das war's für diese Runde. Wie sieht's aus? Na. Ja, oh ja, wir ärgern uns hier blau und grün. Oh, aber cooler Octoling am Start. So, das war für dieses Mal. Ich gucke jetzt weiter, wie es weitergeht. Bitte bleiben Sie dran. So, und weiter geht's. Weiter geht's. Ich werde hier gleich mehr Runden zeigen. Das wollte ich übrigens, ich glaube, ich habe es schon angesprochen, die Spinde, auch der Spind war ziemlich interessant, lauter Klappstühle. Die Spinde sind stellenweise schon sehr liebevoll eingerichtet. Das war zum Beispiel vorhin ein Spind von einem Angler, glaube ich, der hat viele Chips, der hat viele Skateboards und man sieht die keine Namen mehr. Oh, viele Schuhe, schöne Schuhe, man sieht die Namen nicht mehr von den Spindbesitzern. Ist es nur beim Splatfest so? Oh, diese Figuren sind auch interessant. Wo kriegt man die her? Sind die im Souvenirshop oder kann man die gewinnen? Ein Regenschirm, eine Tasse. Wo kommt das ganze Zeug her? Ich muss mich mal wieder um diese Spindsachen kümmern. Das ist ja klasse. Schachteln. Ist da was drin? Ist das so eine Datenschutzgeschichte, dass man die Namen nicht mehr sieht? Es gab ja da mal, das war schon bei Splatoon 2, glaube ich, oder bei jemand auf der Osterinsel, gab es ja auch mal riesigen Ärger. Sogar ich habe eine Abmahnung damals gekriegt von Nintendo, wenn man irgendwelche Kontaktdaten in die in diese Schilder, wo man da über sich rumträgt, auf dem Inkopolisplatz, da Kontaktdaten reinschreibt. Es gab ja mal eine Zeit,
wo gefühlt jeder reingeschrieben hat, Selfie, Fragezeichen, und dann irgendwie ein Ad und dann, ja, und dann der Twitter-Namen. Also, da sind wir bei Twitter. Und obwohl das ja offiziell eigentlich ein Bild ist, ne? Also, konnte man trotzdem, hatten die bei Nintendo oder haben die bei Nintendo trotzdem eine Software, vielleicht, oder vielleicht sind auch echte reale Menschen, wo das überprüfen, keine Ahnung, wo erkennen kann, oh, da hat jemand was reingeschrieben, was ein Kontaktdaten ist. Also man, auch Telefonnummer oder so, ja. Und ich habe mich damals geärgert, weil ich habe gesagt, hey, da ist nichts Schlimmes dabei, wenn man jetzt sagt, hey, das Selfie und dann irgendwie so Ad und dann kann man da irgendwie sich da über Twitter oder so verknüpfen und sieht, oh, du bist auch bei Splatoon und so weiter. Aber natürlich macht diese Regel schon einen Sinn, weil erstens, sind vielleicht nicht deine Daten, wo da drin stehen. Vielleicht will man jemanden ärgern und schreibt einfach die Daten von jemand anderem rein, der damit gar nichts zu tun hat. Ja, gut, Telefonnummer ist sowieso immer ehrenlos, also das ist ja gar nicht, aber auch ein Twitter-Name oder so. Und natürlich dann auch muss man bedenken, und da möchte ich euch sehr ans Herz legen, das Video, das Ende von Destiny Cast. Übrigens, danke für über 1000 Klicks auf dieses Video. Das habe ich gar nicht verdient, weil das Thema ist einfach viel zu traurig. Dass es eben auch leider Leute gibt, die solche Spiele für Kontakte anderer Art ausnutzen wollen. Und man weiß ja nicht, wie alt oder wie jung andere Mitspieler sind. Und also hier zum Beispiel Noble irgendwas, wo mich da gerade weggesplattet hat. Der könnte 18 sein, der könnte 12 sein, der könnte 80 sein, der könnte alles möglich sein. Und da ist es dann schon wichtig, ja, Jugendschutz, aber auch Personenschutz. Also auch, wenn man ein Kind ist, also egal wie. Ne? Und wie gesagt, so etwas werde ich niemals jemanden fragen, oh, wie alt bist du, wo wohnst du und all so ein Scheiß. Weil es ist ein Spiel, oh, Entschuldigung für das Wort Scheiß. Es ist ein Spiel und ein Spiel ist zum Spielen da und nicht zum Kontakte, also zum Kennenlernen Kontakte knüpfen da. Natürlich, Kontakte kann man immer irgendwie knüpfen, also wenn man will, schreibt in die Kommentare, schreibt in den Chatverlauf oder wie auch immer und teilt irgendwie mit, ey, ich bin auf Blue Sky oder ich bin auf Instagram oder so, und dann geht es auch irgendwie, also dass man da das Nintendo-Netzwerk ausnutzen muss, um Leute kennenzulernen oder zu daten. Ja. Übrigens, danke für die Freundschaftsanfrage. Vielleicht wird es irgendwann eingeblendet. Ich bekam eine Freundschaftsanfrage. Ich frage mich, woher eigentlich, wo mein Freundschaftscode noch irgendwo sichtbar ist. Aber das ist nicht schlimm. Ich werde den wahrscheinlich irgendwo wieder veröffentlichen, weil wir können, also ich freue mich immer auf Freundschaftsanfragen und dass man zusammen zocken kann. Oh je, der Schlammsumpf. Ist es noch? Nee, es hat leider nicht gereicht für einen Win. Schade. Schokolade. Ja. Oh, das sind auch... Oh, der... ich kann es gar nicht lesen, diese roten Schuhe. Nicht schlecht. Ich bin ja immer... Ich gucke ja immer, was die anderen Mitspieler so... Also, nicht die Mitspieler selber, sondern die anderen Inkling, Octoling... Avatars, Characters, was die so anhaben. Und wenn irgendwas dabei ist, wo ich sage, oh, das gefällt mir, dann gucke ich, ob ich es vielleicht bei dem bestellen kann. Übrigens, volle Kanne Knüppelfan sind wir inzwischen. So wie ich auch die Gasmaske und auch die Schuhe. Die habe ich auch bei jemandem. Waren es die Schuhe oder war? Das waren die Schuhe. Und die Jacke, glaube ich, auch. Die grüne Jacke. Lemongrün. Also das Grün. Dieselben Grünton, wie wir jetzt gerade da die Farben spielen. Und das ist einfach eine super Kombination. Guckt mal übrigens, die Tinte in unserem Tintentank am Rücken, auf dem Rucksack, leuchtet auch. Oh, das ist schön. Sehr, sehr schön. Ja. Und weiter geht's. Und jetzt gucke ich mal. Will ich mal das Spiel selbst kommentieren. Jetzt habe ich viel andere Sachen geredet. Das Spiel selbst kommentieren. Gesellschaft mit Waffenmix. Und Team mit Stiefeln und Stiefel, Gummistiefel brauche ich unbedingt noch. Das heißt, ich muss mal wieder Salmon anspielen. Bleibt nichts anderes übrig.
So, ich habe gesehen, dass vor allem, dass es hier bestimmte Ecken gibt, die immer entweder spät oder gar nicht eingefärbt werden. Darum kümmere ich mich immer sehr gern. Und dann einfach mitten rein, und weil das sind schon viele Gegner und siehst du, ich bin schon weggespawnt. Oh, und der Gegner hat. Im Gegner gibt es auch einen Highhammer und dann mitten rein und einfach den Highhammer. Ja, der Trommelschwapper. Der hat es natürlich in sich. Es ist eben so, es gibt auch Waffen, die haben eine sehr große Reichweite. Also man kann sehr weit damit schießen. Die haben zwar nicht mega viel Einfärbpotenzial, aber man kann Gegner aus großer Entfernung treffen, und zwar tödlich treffen. Und da bin ich immer so hin und her gerissen. Ah, wieder nicht getroffen. Da bin ich immer so hin und her gerissen, will ich eine Waffe, wo ich viel einfärben kann oder wo ich möglichst viele Kills oder bessere Kills hinbekomme. Und ich bin einfach eher der Einfärbtyp, weil es geht ja letztendlich ums Einfärben. Es frustriert mich, wenn ich einfach nicht einfärben kann und also mit Pfeil und Bogen zum Beispiel oder Sniper. Also ich finde diese Waffen sind so frustrierend, wenn man nicht gerade einen guten Platz hat, wo man schön hoch irgendwo, na, kriechen jetzt, wo man keinen Platz hat, wo man wirklich hoch und relativ sicher steht, dann hat man mit so einer Waffe eigentlich gar keine Chance. Und ja, das ist schon ein bisschen Asgore. Schwankende Pfannenschwapper. Und ja, das kann dann schon ziemlich frustrierend sein. Ne? Deswegen, aber ich glaube, es gibt Leute, die können damit richtig was reißen. Und her. Und das ist was. Was ist das? Ah! Und keine Tinte mehr. Kann ich ihn wenigstens mit dem Highhammer erledigen. Ja, ich habe ihn erledigt. Aber das ist das Schöne an Splatoon. Es ist einfach so vielseitig. Man muss ja nicht mit allen Waffen gut umgehen können. Es ist völlig in Ordnung. Das ist also auch an euch ein Hinweis oder eine Idee, ein Rat. Man muss nicht mit allem sich gut auskennen können. Oder gut, manche kommen mit den Snipern besser zurecht. Andere rollen lieber oder wie auch immer, das ist doch vollkommen egal. Und das ist das, was mir so gefällt, also übrigens auch so gefällt, was wir tun. Das ist die Vielfältigkeit. Und jetzt bin ich weg. Das war der Stempel. Ja, Stempel. So, win or lose. Oh, ich glaube, ja, gescorched. Ein eindeutiger Lose, ein eindeutiger Win. oh. Wie heißt denn der? Ovo hat auch meine Pose. Und die Taucherbrille. Habe ich auch eine Taucherschnorchelbrille? Ich weiß gar nicht mehr. Die werde ich dann, wenn das Splatfest vorbei ist, wird mal die Schnorchelstaffel anfangen. Jetzt ist ja lang genug die Gasmaskenstaffel gewesen. Vielleicht werde ich mal den Schnorchel dann wieder anziehen. So, super Knuddelfan-Aufstieg. Jawohl. Und oi, auf Platz 1 in Einfärben. Und ich glaube, ein paar Kills habe ich auch geschafft. Da kann man doch echt nicht mehr ran. So, übrigens, Deckenbeleuchtung kann man auch mal zeigen. Jawohl. So. Ich habe übrigens beim Durchsehen meines Menüs auf der Switch gesehen, es gibt ja noch Ninjala. Ich habe Ninjala vor Urzeiten, also wo es rauskam, mal angespielt. Es ist ja, da war es ja kostenlos erhältlich. Und ja, ich muss sagen, es ist wirklich, also es hieß ja, das wäre das neue Splatoon oder so ein Splatoon-Ersatz oder was auch immer in diese Splatoon-Staffel reindreht. Es kann natürlich nicht bei Splatoon mit Splatoon mithalten. Es ist schon ein anderes Spiel. Aber das würde ich einfach auch gern mal wieder spielen. Nur mal so am Rande, weil auch Ninjala ist, genauso wie Splatoon, so diese Mischung aus cool und cute und also was diese Figuren angeht. Und ich muss mal wieder mit Ninjala irgendwas machen. Das nur mal so als Hinweis, dass ich auch gerne mal wieder Ninjala spielen möchte. Aber vorher mache ich die Olympischen Spiele mit Sonic und Mario fertig, weil jetzt habe ich ja wieder meinen Controller und jetzt
müsste das wieder gehen. So, also. Nach Splatfest ist Sonic und Mario. Ja, das schafft natürlich nur ich. Sonic und Mario bei den Olympischen Spielen in Tokio dran. Und dann geht es wahrscheinlich mit Indiana weiter. Und ich spreche jetzt von so Langzeitprojekten, ne? Also natürlich Ghost of a Tale habe ich ja schon ein paar Spiele, also ein paar Videos aufgenommen. Die werden bald kommen. Das ist ein Fantasy-Spiel, ein sehr atmosphärisches Fantasy-Spiel, wo man eine Maus spielt. Und der hat mich jetzt weg. Was ist das mal? Tintentyrann. Das ist eine Ultiwaffe. Eieiei. Sieht schon cool aus, aber was kann man damit jetzt groß erreichen? Ist so ein bisschen. Ich habe mich eben den Tintenschock. Ja. Das wird so nach und nach auf, hier auf dem Kanal kommen. Dann ist es schön heterogen. Das bedeutet, es kommt auch ein bisschen Abwechslung. Ja. Ach so, ich hatte es im vorherigen Video, oder fast schon noch in dem Video, keine Ahnung, habe ich ja die Sache wegen Twitter und X, ach so sieht die Map von unten aus, erwähnt, dass ich den X-Kanal zumache. Auf dem Marshall-Kanal habe ich bereits angekündigt, dass ich das live machen möchte. Es ist, ich bin ganz ehrlich, und der 1. Dezember ist für dieses Event angekündigt. Ich bin ganz ehrlich, es tut schon irgendwo weh. Vor allem der Marshall-Account, weil mit fast 800 Followern und es kommen immer noch Follower dazu, obwohl ich schon ein paar Mal gesagt habe, geschrieben habe, dass ich X nicht mehr nutzen werde oder dass ich X gar nicht nutzen werde, weil ich habe mich ja auf Twitter angemeldet und nicht auf X. Hätte Elon Musk jetzt aus dem Boden heraus ein X so rausgestampft und nicht einfach Twitter gekauft und dann sein X draufgeklebt. Ich weiß nicht, ob ich mich da registriert hätte und das hätten andere auch nicht gemacht. Deswegen hat er ja Twitter gekauft. Ja. Ja. Und deswegen, aber weh tut's schon, wenn ich ehrlich bin. Es tut schon weh. Das hier tut aber nicht weh. Nämlich ein astreiner Win für Team Knuddel. Knuddel. Und er hat auch meine Pose. Ovo oder wie heißt. Cool. Ja, es tut schon weh. Als Marshall fast 800 Follower. Eine riesige Furry-Bubble, wo sich da drum gebildet hat. Jetzt Kip hat jetzt, mein Twitter-Account war jetzt nie sonderlich groß gut besucht und gefollowert, aber trotzdem, es tut weh, es tut wirklich weh, aber wie gesagt, habe ich ja geschrieben, vielleicht hat es ja jemand mitbekommen, ich habe, ich sage es auch hier noch, wenn man sagt, Nestle und Facebook, das sind ganz böse Firmen, die boykottiere ich, aber was Elon Musk macht, das ignoriere ich mal, weil, ich tue trotzdem X nutzen, weil es ist ja immer noch das gleiche wie vorher, bloß heißt es jetzt anders. Dann könnte ich auch sagen, ja, Y-Food ist ja auch immer noch Y-Food, auch wenn jetzt ein Großteil Nestle gehört. Und dann zu sagen, nee, jetzt gehört es zu Nestle, jetzt nichts mehr mit Y-Food, das ist ja auch immer noch dasselbe Produkt und da ist es ja manchen auch nicht egal. Oder war halt, und da gab es auch mal diese Gewürzmarke. Was ist Just Spices oder wie das heißt? Nee, nicht Just Spices, irgendwas anderes. Wo auch in den höchsten Tönen gelobt wurde von vielen Influencern und und so Hipster-Dings. Und dann hieß es plötzlich, wurde an Nestle verkauft. Zack, bumm. Nein, wird nicht mehr benutzt, weil jetzt gehört es ja Nestle. Aber Twitter, wo jetzt X ist, das ist natürlich was anderes. Und und das kann ich dann, es tut mir leid, das kann ich dann nicht ernst nehmen. Weil wenn man es bei der einen Sache macht, muss man es bei der anderen Sache auch machen. Finde ich.
Und ich fühle mich auf X auch einfach nicht wohl. Weil es ist... Jetzt habe ich eigentlich gesagt, ich werde es in einem separaten Video genauer erklären, wenn die offizielle Twitter-Beerdigung dann ist. Aber jetzt habe ich es jetzt schon. Ihr seht schon, das ist schon ein Thema, wo mich beschäftigt. Es gibt Leute, wo aus meinem Umfeld gesagt, oh, jetzt hör doch auf mal mit diesem Thema. Jetzt ist es doch mal gut. Aber ja, tut mir leid. Dann ist es eben so. Und wie gesagt, also Blue Sky, ich denke mal, oder ich hoffe, dass Blue Sky, dass das eine gute Zukunft ist, weil es ist ja von denselben Machern wie von Twitter. Und naja, wer weiß, vielleicht wird Blue Sky da die Zukunft. Und dann ziehen eben alle auf Blue Sky. Und wie gesagt, schreibt mir gerne E-Mail oder kontaktiert mich irgendwie. Das auf Twitter geht eben nicht mehr. Wenn ihr einen Einladungscode für Blue Sky haben wollt, ich hätte 2 zu vergeben. Quatsch. Aber natürlich nur, wenn ihr das auf Blue Sky auch ernst meint. Also, nicht mehr. Egal. Also, meldet euch. So. Es sieht übrigens sehr gut aus. Es ist alles giftgrün. Es leuchtet alles schön giftgrün. Die letzte Minute läuft. Es ist kaum irgendwie noch was einfärben da. Wo sind eigentlich die Gegner? Sind irgendwo überhaupt noch Gegner? Wo sind die alle? Oder sind die alle an der... Oh, da ist jemand vom USO. Also über dem Gegner Spawnpunkt die Tinte regnen lassen. Das ist wirklich... Oh, oh. Das ist die Erniedrigung des Gegners. Da schaffe ich noch die 1000. Ich muss die 1000 noch schaffen. Oh, sonst kann ich nicht schlafen. Ich muss die 1000 noch schaffen. Ja, ich habe es geschafft. Boah, alles voll. Die Terrorhexe hat mich. Alles voll. Das sind bestimmt welche. Entweder sind welche disconnected oder sind absolute Anfänger oder irgendwelche Kinder. Übrigens, sorry für die Unterbrechung. Da bin ich jetzt mal gespannt. Oh, das ist... Wow. Das ist ja mega. Jawoll. Übrigens, ich gebe euch einen Tipp. Wenn ihr so einen fulminanten Sieg habt, ja, also wirklich so einen fulminanten Sieg, dann flext damit nicht unbedingt in irgendwelchen Splatoon-Gruppen herum und sagt so, ey, guck mal, das kommt nicht so gut an, weil, die Erfahrung habe ich gemacht, da hieß es dann nämlich, ey, ja, die Gegner, da waren ja auch welche schon disconnected und so weiter, das ist ja ehrenlos, bop, 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 bop. Und es stimmt natürlich, also, zu sagen, wow, wobei, da waren nicht welche disconnected, aber vielleicht auch später disconnected vielleicht, keine Ahnung, auf jeden Fall, man darf sich über den Sieg schon freuen, es ist schon gigantisch. Also wenn es mal umgekehrt wäre, das ist mir ja mal passiert, dass ich dann zum Schluss alleine war. Das Spiel wurde einfach nicht unterbrochen. Also Nintendo hat da nicht gesagt, oh, da haben welche vorzeitig das Spiel verlassen, sondern es wurde wirklich voll gewertet. Und dann sind zum Schluss alle 4 Gegner vorm Spawnpunkt gestanden und haben mich zugesplattet und haben sich da gefreut. Und das ist schon, ich habe davon leider keine Aufnahme. Leider, leider, leider. Aber das ist schon irgendwie amüsant. So, ich trinke hier jetzt mal einen Kaffee und werde dann nachher weiterspielen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und es hat mich gefreut. Schreibt, wie gesagt, in die Kommentare oder schreibt mir, wenn ihr einen Blue Sky Einladungslink-Code wollt. Bis dann. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Kipp Supernova over and out.